Ich habe dieses Buch hier entdeckt. Jeder ist beziehungsfähig. Von derselben Autorin von der Heilung des inneren Kindes, Stephanie Stahl. Und ich bin eigentlich sehr begeistert darüber, weil ich in den letzten Jahren ganz viele Bücher gelesen habe über Psychologie, Fachbücher, Philosophie, aber auch viel über Liebe, über Traumata, über Entwicklungsstörungen und so weiter. Und meines Erachtens fasst dieses Buch ganz gut zusammen sämtliche Erkenntnisse. Und ich würde gern heute mal ein kleines Stück rauslesen vom hinteren Teil. Da geht es darum, übe dich in Wohlwollen und Empathie. Wenn man ständig mit der Verteidigung seiner Autonomie beschäftigt ist, befindet man sich häufig in der ersten Position der Wahrnehmung und ist mit seinem Schattenkind, mit seinen Kindheitstraumata und Entwicklungsstörungen identifiziert. Die zweite Position der Wahrnehmung, die empathische Perspektiveübernahme, kommt hingegen zu kurz. Der Grund ist, dass ich in meinem Schattenkind fixiert bin und dadurch Partner schnell als übermächtig, als übergriffig, als abhängig oder sonstigen negativen Eigenschaften wahrnehme, die ich bereits aus meiner Kindheit kenne und von dem ich versuche, mich zu schützen, weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe, mit meinen störenden Schutzmechanismen. Wenn der Partner aber in den Augen meines Schattenkindes ein potenzieller Angreifer ist, weil ich meine Kindheitserfahrung auf ihn projiziere, wenn zum Beispiel mein Vater mich geschlagen hat oder wenn mein Vater abwesend war und ohnmächtig und meine Mutter halt vielleicht alles alleine machen musste und mich erdrückt hat, dann hat man eine sehr große Autonomie entwickelt, also ein Drang zur Autonomie. In Wirklichkeit fehlt einem aber ganz viel und man sehnt sich nach der Bindung. Aber man lässt sie nicht zu, weil man Mauern um sich gebaut hat. Wenn der Partner aber in den Augen meines Schattenkindes ein potenzieller Angreifer ist, dann kann ich ihm kein Wohlwollen entgegenbringen. Die Natur hat es halt so eingerichtet, dass wir mit unseren Feinden kein Mitgefühl haben, damit wir unser Leben verteidigen können. Aber heutzutage musst du nicht dein Leben verteidigen. Du sitzt einfach nur fest in deinen Blockaden von früher, wo du nicht hinguckst. Die Partner von zu autonomen Schattenkindern fühlen sich kalt, zurückgestoßen, einsam und hilflos. Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Wie ich bereits an mehreren Stellen ausgeführt habe, haben autonome Schattenkinder große Probleme, mit den Erwartungen ihrer Partner umzugehen. Eine Partnerschaft kommt aber nicht ohne Erwartungen aus. Wir sind bei den geringsten Erwartungen, die sein Partner oder seine Partnerin an ihn stellt, eingeengt fühlt, ist nicht beziehungsfähig. Diese Person hat einfach ein Problem, er ist stecken geblieben in der Entwicklung, in der frühkindlichen Entwicklung. Und da er als Erwachsener, auch wenn er 40, 50, 60 ist, nicht hinschaut und nicht selbst reflektiert ist und nicht an sich arbeiten will, verhält er sich dann einfach so automatisch mit den früheren Schutzmechanismen und erntet genau das, was ihn am meisten verletzt und stoßt alle Menschen von sich ab, obwohl er sich eigentlich nach Nähe und Beziehung, nach einer Balance zwischen Autonomie und Freiheit sehnt. Nur er wird halt die Verbundenheit, die Beziehung nie erleben, weil er sich komplett eingemauert hat. Übung. Wohlwollen einüben mit den drei Positionen der Wahrnehmung.
Falls du dich angesprochen fühlst, erforsche bitte dein Schattenkind. Welche Glaubenssätze sind aktiv, wenn du zumachst und deinen Partner auf Abstand hältst? Welche Projektionen aus deiner Vergangenheit könnten hier wirksam sein? Wenn du zu einer liebevolleren Haltung kommen möchtest, müsstest du dich aus deinem Opferdenken befreien und realisieren, dass du und dein Partner oder deine Partnerin auf Augenhöhe seid. Begib dich bitte in die drei Wahrnehmungspositionen und realisiere von hier aus, dass du heute groß und frei bist. Realisiere, dass du per se die gleichen Rechte wie dein Partner oder deine Partnerin hast und auch die gleichen Pflichten. Und deswegen es nicht nötig hast, ständig deine Autonomie zu verteidigen. Nun geh bitte in die zweite Position der Wahrnehmung und spüre, wie es deinem Partner bzw. deiner Partnerin geht, wenn du dich immer wieder distanzierst und abschottest. Welche Gefühle löst dein Verhalten in ihr aus oder in ihm? Spüre sie bitte ganz bewusst, spüre nach, was du den anderen antust. Weil letztendlich projizierst du das, was dich als Kind verletzt hast, auf deinen Partner und du verletzt einen Unschuldigen mit denselben Waffen, die du als Kind verletzt wurdest. Das ist keine Reife. Dann versetze dich bitte in dein Sonnenkind, indem du dir deine neuen positiven Glaubenssätze hervorrufst und sie innerlich spürst. Je besser deine Stimmung ist, desto wohlwollender können wir auch anderen Menschen begegnen. Nun betrachte deinen Partner bzw. deine Partnerin bitte aus der gehobenen Stimmung deines Sonnenkindes mit Wohlwollen und beantworte die folgenden Fragen. Wie steht mein Partner zu mir? Welche Bedürfnisse hat er oder sie? Sind seine Bedürfnisse angebracht? Wenn ich mein eigener Coach bin, was kann ich in Zukunft anders machen, damit ich mich nicht immer wieder mit meinem autonomen Schattenkind identifiziere? Man sollte die Schwachengefühle in einem auch zulassen. Viele Menschen haben halt in der Kindheit erlebt, durch die Vorbilder der Eltern oder eines Elternteils, dass schwache Gefühle nicht sein dürfen. Sie haben eine autoritäre Erziehung einerseits erlebt und eine komplette Bindungsstörung der Eltern, die halt keine Verbundenheit, kein Sicherheitsgefühl aufgebaut haben, weil sie sich selber nicht geöffnet haben, Probleme unter den Teppich gekehrt, weil sie dich vielleicht nicht wahrgenommen haben, wie du es gebraucht hast, wie du bist. Und somit hast du dir Glaubenssätze aufgebaut und dahingegen Schutzmechanismen, die dir als Erwachsener immer dein ganzes Leben aktiv sein werden, solange du dich nicht damit auseinandersetzt, in Tiefe. Es hat immer mit einem selber zu tun. Natürlich gibt es auch toxische Beziehungen, es gibt sehr schwierige Menschen. Aber schwierige Menschen sind eben die, die nicht lernbereit sind und die nicht bei sich selber gucken, sondern alles auf andere projizieren. Es hat immer mit dem Wille und mit einer eigenen Entscheidung zu tun. Es hat immer mit Verantwortung zu tun. Also ich kann das Buch wirklich nur jedem oder und jeder empfehlen, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr andere beschuldigen zu müssen, sondern um sich von vergangenen Korsetts befreien zu können und glückliche und zufriedenstellende Beziehungen auf Augenhöhe aufbauen zu können. Egal ob in Partnerschaft, Freundschaft mit Kindern und sogar mit Eltern, auch im Arbeitsleben. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.